Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mal wieder nach langer Zeit, seht ihr mich auch mal, seit 11 Monaten schon nicht mehr aktiv gewesen. Ich werde euch in diesem Video erzählen, was das überhaupt für Gründe hat, warum ich inaktiv war. Ihr seht, ich bin gerade wieder auf River Games, habe auch schon mal wieder Bauernmaterial getan, weil ich noch für einen Kollegen was baue im Moment. Ich habe jetzt seit, ich glaube Anfang Dezember, mal wieder angefangen zu spielen, Leute. Habe mir gedacht, wieder ein bisschen Lust bekommen. Habe jetzt auch schon ein paar mehr Aufträge gemacht, haben wir ein bisschen Geld zusammengeheimst, dies, das, Ananas, haben wir den Plot hier ein bisschen weiter weg. Aber es ist immer noch alles so chaotisch, wie ihr es kennt, hier unten das Lager, wie man es kennt. Ich hoffe, es gibt wenigstens noch ein paar Leute, die mir zuschauen, man kennt ihn, absolut. Und ich finde es jetzt auch also echt behindert aufgefallen. Du kannst nur noch begrenzte Anzahl von diesem Kram aufhängen. Das ist doch gleich die Behinderung. Das kannst du doch nicht anders sein. Ich kann nur ein paar Stück von denen aufhängen und dann, ja, heißt es, nee, hier ist nichts mehr. Jetzt fällt mir gerade mal auf, ich hätte das Lager besser gestalten können. Naja, jetzt auch egal. Und zwar die Gründe, warum ich keinen Bock hatte, hat erstens damit zu tun, ja, Griefer Games, kennt ihr sicherlich alle, ist mal so, denn eine Woche macht Spaß, die nächste Woche denkst du so wirklich schon wieder. Den einen Tag spielst du 24 Stunden, den einen Tag spielst du 30 Minuten Griefer Games, ja. Das ist halt so eine schöne Hassliebe, wie ich es immer beschrieben habe. Und außerdem muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock, mich wirklich gefühlt jeden Tag hinzusetzen. Denn irgendwie YouTube-Video aufwendig zu schneiden, auch absolut, weil ich das nicht kann, weil ich mit Schnittprogramm nicht zurechtkomme. Ich laber einfach irgendwie meistens Uncut Video rein, mache ein Thumbnail, was gefühlt so aussieht, als hätte das einen neuen Direktor gemacht und lade das dann hoch. Und die Leute fahren es trotzdem, weil ich gefühlt die ganze Zeit nur labor. Man kennt ihn. Ja, aber auf jeden Fall zu dem Thema. Ich hatte auch einfach keine Videoideen mehr und ich denke mir so, ist immer noch ein Minecraft-Kanal? Ja, ob du da jetzt, ob das so gut ankommt, wenn du GTA machst, denkst du immer, hast du denn wirklich keine Zuschauer mehr, Digga, absolut in trouble, upset. Seitdem ich hier aufgehört habe mit Griefer Games, habe ich erstmal gemerkt, wie viele aktive Follower ich hatte. Digga, da seitdem haben mich irgendwie 70 Leute deabonniert, wo ich mir so dachte, die haben gefühlt jedes der Videos, den ihr schaut. Digga, wo ich mir so denke, 70 Leute, mashallah. Gute Anzahl an Leuten. Ja gut, 500 Abos. Ja, ist das ja jetzt zwar immer ein bisschen dies, das, Ananas, aber auch wenn es nur 10 Leute waren, ja, von 500. Bei anderen YouTubern sieht es noch schlechter aus, ja. Kann ich mich nicht beschweren. Und außerdem habe ich mir mal den Griefer Games Content angeguckt. Ihr müsst mir erklären, was das für ein Schrott ist. Dass die nur noch Verlosungen machen. Was ist denn das? Die meisten zeigen euch irgendwelche Kack-Community-Farmen auf Griefer Games. Irgendwelche Dinger, wo ihr selber farmen gehen könnt. Wo ich mir so denke, du willst doch nicht wissen, wie du die Community farm. Du willst doch nicht zur Community farm gehen. Du willst selber eine so eine Farm haben. Und genau darum soll es in den nächsten paar Videos gehen. Ich kann euch nicht sagen, wie lange ich wieder aktiv sein werde, wie lange ich wieder Griefer Games Videos machen werde. Ich will euch zeigen, wie ihr zum Beispiel nicht wie irgendeine Community-Form vorstellen, das kommt vielleicht auch mal zwischendurch dran. Ich will euch zeigen, wie ihr selber so eine Community-Form aufbauen könnt. Also im Prinzip das Geld dafür zusammenkriegen könnt, was ihr denn da macht. Ach, das ist euch überlassen, ja. Ich werde vielleicht auch mal wieder livestreamen. Aber das steht alles noch in Sternen. Ich wollte jetzt erstmal nochmal sagen, dass ich jetzt erstmal wieder da bin, versuche, wie es geht, wieder Videos zu machen. Aber wenn ich dann halt keinen Bock mehr habe, dann kommt bald kein Video mehr, ja. Ist einfach so. Und anderen Content denke ich mir immer so bei dem Kanal, naja, ist das jetzt wirklich so gut, weil ich habe hier seit, ich glaube, 2019, 2018, Anfang 2019 habe ich hier drauf Minecraft gemacht und bis in Mai, glaube ich, hinein. Und ich muss sagen, in der Zeit ist der Kanal schon, hatte der ein gutes Wachstum, manchmal im Monat bis zu 200 neue Abonnenten, wo ich mir so denke, ja, ist gut. Aber dann denke ich mir am nächsten Tag, ja, geht auch noch besser. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt, wieder was immer. Aber ich habe auch keinen Bock, jeden Tag mich Stunden zu streamen, wisst ihr, wie ich meine. Deswegen, das ist einfach nicht so mein Ding. Ich zocke lieber chillig irgendwie auf Discord mit Leuten, die ich kenne und labere mit denen. Und mache dann halt, keine Ahnung, ein Video, wo ich die ganze Zeit labere, das vorstelle und euch zeige, wie ihr Geld verdienen könnt. Weil ich habe jetzt auch seit Griefer Games, muss ich sagen, wo ich wieder angefangen habe, habe ich mir so gedacht, oh scheiße, Digga, was machst du jetzt, um wieder an Geld ranzukommen? Ja, dann habe ich mir ein paar Methoden angeguckt, dann habe ich mir die Güterwertpreise angeguckt, wie sie auf der Webseite eingezeigt wird.
wo man mal übrigens bei nebenbei sagen muss, die stimmen absolut im Moment nicht, die Güterpreise, ja. Da steht zum Beispiel, ich gebe euch mal ein kleines Beispiel, ich habe eine DK-Smaragdblöcke gekauft für 35.000, ja. Und bei Güterwehr steht 45.000. Digga, für 10.000 darunter müssen sie echt mal aktualisieren. Naja, ich hoffe, euch hat dieses kurze, einbringende Video gefallen, was schon wieder 5 Minuten geht, weil ich schon wieder laber in den Wasserfall. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video oder vielleicht auch nicht. Bis dann.